So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GW2. Bei der Mondbasis lassen wir uns mal überraschen, ob es da ruckelt, reckelt, leckt oder sonst irgendetwas, ob es da Leckerli gibt für Hunde, was weiß denn ich da. Und was es da halt alles noch so gibt. Hey Luxi! So, ich starte mal mit dem Dennis da. Yes, Fetti. So, ich starte mal mit dem Dennis da, dann schauen wir mal, dass ich da einen Bot hin platziere. Der Florian hat ja heute schon mal gezockt und hat gesagt, dass das Spiel laggt heute. Ich bin mal gespannt. Lassen wir uns mal überraschen. Was sind denn da noch? Ein paar Leute. Da oben. Hey Flori. Mal bis noch leckt's nicht. Hallo Binda. Er weiß auch nie, ob er Binda heißt oder Florian. So, haben. Au, Zitrus. Nicht gut. Beruhig dich da mal, du blöde Zitrone, und hör auf, da in der Gegend umherzurollen. Haha, hab sie gekriegt. Digobets. Ach doch, also der Florian macht mir da alles nach, der spielt auch mit dem Tennis da. Er dachte wahrscheinlich, dass er da mit da... Wie heißen da die Tennisspielerin, die? Russische. Nicht die Theresa Orlovsky. Das war eine andere Frau. Nicht eine Tennisspielerin. Nichts da mit Theresa Orlovsky. Da habe ich kurzzeitig mal was verwechselt. So, ich platziere mal schnell einen Bot hin. So, Schnapperchen habe ich, dann gehe ich mal schnell weiter. Was ist denn da oben? Das Sonnenblumenparadies. Ah. Ne, Scheiße. Sag immer, die Erbsen da sind nervig in GW2. Ja, freu du dich nur. Hallo Steven, grüß dich. Schönen guten Abend. Also, schauen wir mal nach, ob wir schaffen, da die Basis zu verteidigen oder nicht. Satellitenbot. Naja, wenigstens habe ich ja die Heilpflanze zerstört. Wenigstens irgendetwas. So, komm, respawn. Also, der Florian hat ja heute schon mal vorgezockt und hat gesagt, es ruckelt wie Sau. Also, momentan hält sich's noch in Grenzen. Zwar sind Ruckler da, aber das Spiel ist wenigstens noch spielbar. Dämon Fitz. Übrigens habe ich da gestern nicht eine Charakteraufwertung freigeschaltet. Verbesserung, was habe ich denn da? Tempo Upgrade, okay. Abkühlzeit. Na gut, da bleibe ich bei dem. Ich habe da gestern irgendeinen freigeschaltet. Ich weiß nicht mehr welcher. Bei einem habe ich halt irgendein Upgrade frei. Ich glaube, es war Schadensupgrade.
Müsste ich danach mal beim Motocross Star reinschauen. Der erste war. Wo sind denn die ganzen Pflanzen? Da unten kann man mal zwei Sonnenblumen. So, Tschüssikowski. Mann, geh doch aus dem Scheißding raus. Such dir jemand anders. Habt ihr den Arsch gesehen? Wo ist denn der? Jetzt gehe ich ihn mir mal suchen. Dann gehe ich mich mal lustig machen über ihn. Ja, natürlich vorbei. Ah, bleib doch stehen, du Arsch. Ja, dir da drüben auch. So, ich wechsle mal zu irgendeinen Fußsoldaten. Wo ist er denn? Was nehme ich denn? Tauchersoldat. Nehme ich mal den. Thank you, Fatty Pillow. Ja, natürlich kriege ich den Arsch so nicht. So, mal schnell nachladen. Ich suche mir den Heini da von vorhin. Raus. Au! Ach mal, wo ist denn der? Nee, Mann! Ach komm, vom Kristall war ich doch sogar. So, respawn weiter geht's, komm. Also momentan haut's mal nicht hin. Man merkt, dass ich lang nicht mehr so viel und intensiv gezockt habe. Bei früher war es bei GW2 sogar mal eine Zeit lang besser als wie bei GW1. Mittlerweile haut es bei beiden nicht mehr hin. Dafür bin ich um Scannen etwa in Fortnite besser. Ach, jetzt flüchtet er. So, meinen Kristallwächter zerstören. Wo geht denn der hin? Wo ist denn der Zunderholz jetzt? Ach, da! Wieso schießt denn der nicht? Also, ich glaube, da wir spielen fangen. Passt das? So, der Junior kontrolliert mir da, ob das Bild und Ton synchron ist. Wie haut's hin? Okay, laut Junior passt's. Also, für Fragen, Anregungen und Beschwerden richtet euch am Junior. Natürlich kann die da eine Heilpflanze ziehen. So einen Luxus habe ich da nicht. Ah, okay. Wissenschaftler ist auch am Start. So, Kristallwächter mal zerstört.
Wann sind die Sonnenblumen da eierhaft? Ja, wahnsinnig. Aber auf jeden Fall, ich mag die Sonnenblumen sowieso nicht, deshalb... Wird mir da mal nie einfallen, mit einer Sonnenblume zu spielen. Nur mal so am Rande. So, ich gehe mal rüber. So. Hab dich. Ah! Wo ist denn der Arsch hin? Ja, natürlich. 10.000 Sonnenblumen. Ah! Ja, was will man da auch groß alleine machen? Also schauen wir mal, wo da noch ein paar Pflanzen sind. Wieso beschwören die eigentlich keine Zombies? Verstehe ich jetzt nicht, oder Bots? Um genau zu sein. Zack! Das nervt da mit den ganzen eierhaften Sonnenblumen da. So, komm. Spawnen. Okay, da war mal kurz ein Ruckloch, aber heute muss ich sagen, also Florian hat ja bemängelt, dass es heute ruckelt, kommt mir eigentlich besser vor als wie gestern. So, sehen durch zwar nichts, wo ich hinschieße, aber egal. Klein. Also 29 Sekunden. Momentan schaut es eigentlich nicht mal so schlecht aus. Aber jetzt kommt da die ganze Horde auf einmal. Und genau das ist das Problem. Wenn die plötzlich alle herkommen, dann sind wir nicht mehr im Stand, die irgendwie zurückzuschlagen. So, Giftwölkchen. Machiavels, sagt er, schaut gut aus für uns. Ja, wir haben es geschafft, die Pflanzen zurückzuhalten und schauen wir uns mal das Ergebnis an, wie es da ausschaut. GG Florian. Okay. Nö, bei mir gar nicht. Ab und zu mal ein kleiner Ruckler, aber ansonsten eigentlich alles im Grünbereich. Also Klein hat 39, Dämon hat 23, Machiavel hat, weiß ich nicht, Ali hat 27, Carlos 22, Nelson 15, Davide hat 18, Disa hat 9, Taxifahrer hat 42, Gepard 36, ich 19, Okram hat 10 und Ramp hat auch 10. Bei dir schon, bei mir hätte ich ja ganz gut. Übrigens, ich habe da eine Anfrage gekriegt vom Taxifahrer. Ja, mir hat er gerade eine geschickt, ich habe die mal angenommen. Übrigens, Junior, wie schaut es da aus? Lichttechnisch. Wie? Wenn du es nicht weißt, ich kann mich nicht gleichzeitig. Also beim Essen, da hat er ein Langzeitgedächtnis. Da kann er euch noch genau sagen, wann er was gefuttert hat.
Übrigens schlägt YouTube bei euch auch heute den ganzen Tag so ein scheiß Video vor mit einem Bankomatschalter, also einem EC-Schalter. Bei mir irgendwie schon. Nervt mich tierisch. So, ich schau mal nur kurz nebenbei mal im Stream rein. Doch, heute bin ich mal mit mehr Licht. Haha! Ich bin heute hell erleuchtet. Ah, muss ich eine UV-Lampe hinmachen? Dann werde ich braun gebrannt. Ne, 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 ne. Beruhig dich mal, beruhig. Hey, Hannes, grüß dich. Und, alles klar bei dir? Logisch, muss ja gut gehen. Heute ist ja schon Donnerstag, ne? Donnerstag geht's auch gut. Freitag ist zwar noch besser. Hat man eine Ruhe, kann gehen, was man will. So, Brain habe ich mal. Ja, und Donnerstag ist, das heißt Fortnite, die wöchentlichen Missionen machen. Ich habe eh schon einmal angefangen zu zocken. Als nachher mir es sein lassen, weil ich ja, wie gesagt, um 6:30 streamen gehe. Aber nach dem Stream mache ich frisch die wöchentlichen fertig. Ein paar an jeder macht. Jetzt an je. Bin ich auf einem guten Weg, einen Battle Pass fertig zu machen. Ich bin hier noch einmal. Was habe ich jetzt freigeschalten? In Druck. Ja, den blauen Heini. Yeti. Hä? Toxic Brains. Ach, zwei Brains. Was gibt's denn heute? Brains in Angebot. Anscheinend Zitronen auch. Hallo? Du mich wiederbeleben? Danke, Flocky. So, zuerst einen wiederbeleben. Oder keinen. So, ich spawn mal. Nein, und scheiß drauf. Übrigens, der Zwischenstand 22-12. Also momentan haben wir fast das Doppelte an Kills. Und tschüss. So, ich schmeiß mal Butter rauf. Ja, 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 beruhig dich mal, beruhig dich. Langsam da. Fußsoldat. Nee, 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 nee. Ach, der Florian hat mir wieder meinen Kill abgestaubt. Langsam kaufe ich ihm da einen Minirock und so eine. Ja, Putzfrau-Fimmel. So, oder Netzstrümpfe. Ein Kittel. Wie man halt so von den Filmen die Putzfrauen kennt. Mann. Du Eier! Heini. Übrigens, Chrissy. Männlich, weiblich? Sächlich eher weniger. Chrissy kann sowohl männlich als weiblich sein. Also 33, 22. Butter. Mit etwas Glück kriege ich da einen. Nee, um Haaresbreite habe ich den Heini da verfehlt. Bis noch hin. Unfair, unfair, du kannst springen. Ja, zu zweit. Mann. Jetzt warte ich aber mal ab. Übrigens, während ihr da seid. Also, 38, 31, ja, Zombies holen so langsam auf, müssen wir aufpassen. Deshalb, ich habe jetzt mal gewartet, ob mich da irgendeiner wiederbelebt. Nicht, dass wir da
Hallo Servolk. Dann bist du ein Eiersack, du blöder Pirat. Pfui! Weg von mir. Ist denn der hinter der Säule? Ich glaub schon. Ach, da drüben. Super. Mir zeigst du eins, ob der ganz nah ist. So, mal schnell einen Zitrus wieder blamen. Jetzt kommt der Pirat. Komm schon, du Eiersack. Also mich belebt der Fußsoldat da mal ganz bestimmt nicht. Ein Kill fällt noch. Gut, das müssen wir schon schaffen. Butter. Ja, war jetzt sinnlos. Wir haben es aber trotzdem geschafft. Also schauen wir mal kurz rein auf die Ergebnisse. Also übrigens, während ihr da nachschaut, na gut, ich kann nicht gut antworten, wenn wir da alle nachschauen. Florian hat Abschussmeister. Ja, also, Florian 17, ich 10, Ali 13, Sebastian hat 1, Marquito 8, Luke 9, Taxifahrer 5. So, ich habe mal die vorgelesen, die ich da kenne. So, hallo, dann schreibe ich halt auch mal hallo. Das komisch, da schreiben über den Zeug. Bleibe mit deinen Freunden über BS Message auf dem Smartphone in Kontakt. Ne, brauche ich nicht. Und mir sowieso kein Arsch auf PlayStation schreiben. So, ZMAC Fabrik und wir spielen Gartenzwergbomben. Mal schauen, wie lang die Runde heute mal wird. So, was nehme ich denn? Torwart Star ist noch Level 1. Baseball Star, was nehme ich? Ich nehme mal einen Hockey Star. Ja, mir hat er Hallo geschrieben, mehr aber auch nicht. Ich habe sie halt mal angenommen. Ich habe ihm geschrieben, der Florian ist ein hübscher Junge, der sucht da viele Freunde. Nee. Ich habe ihm gar nichts geschrieben, ich habe ihm nur Hallo geschrieben. Hast du ja eh mitgekriegt. So, mal Kickwicht raus. Ja, kein einzigen triff ich. Ja, komm. Ah, du blödes Fisch, du blödes Fisch. So, Respawn, komm. Wir können da ja abkratzen, so viel wir wollen, weil es ja um die Gartenzwergbomben geht und nicht um die Kills. Deshalb, ob wir da 100 Mal sterben, 30 Mal, 10 Mal, ist scheißegal. Wichtig ist nur, die Gärten in die Luft zu jagen. Komm mal her. So, Level 2! Juhu! Ich hab mal aufgelevelt. Klingt ja logisch, wieso? Wieso starteten die Drohne da einen Angriff? So, ich versuch den mal nichts. Ich wollte eigentlich den da wiederbeleben, weil je mehr Teamkameraden da am Verteidigen sind, desto besser ist's. Haha! Den ersten Gartenzwerg habe ich in die Luft gejagt. Beziehungsweise ich nicht, sondern der ist in die Luft geflogen, weil ich ihn da platziert habe und wir verteidigt haben. Ja, super. Meine manischen Pläne funktionieren. Ja, deine schon, meine manchmal nicht.
So, komm, hopp! Was machst du da? Schneller! Hopp, 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 hopp! Los! Muss ich dich anschieben! Company! Marsch! Oh, 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 oh! Du blöder Zitron! So, kick mich drunter! Hey Nightbot, grüß dich! Mann, ich dachte, ich kann mich da hinter der Säule nochmal verkriechen, bevor die mich da abknallt. Ah, nö, falsch gedacht. Naja, egal. Ah, wie schaut's aus? Momentan haben die Pflanzen den Gartenzwerg. Das erkennt man, wenn die Bombe da grün umrandet ist, haben sie die Pflanzen. Blau hat sie niemand und violett, so wie jetzt, heißt die Zombie haben sie. So. Nee, Schnapperhemd. Gegessen wird zu Hause und nicht im Spiel. Ha, schaut die bescheuert aus mit der Sonnenblume da. Sonnenblume. Mit der Sonnenbrille, Sonnenblume. Ach, so viele Sonnenblumen, dass ich jetzt schon Sonnenbrillen sagen will und Sonnenblumen sag. Da wird man ja ganz... Gaga. So, spielen. Spiel mal tote Erbse. Zeig mir, wie das geht. So. Also, momentan hat noch kein Team die Gartenzwergbombe. Zweimal haben wir ja schon den Pflanzengarten in die Luft gejagt. So, schnell rüber, Punkt B. Ja, wenn da ein Wissenschaftler hinter mir her wäre. Schnapperchen kommt auch schon. Ha! Nee, das schaffen sie sowieso nicht mehr. Dafür haben sie zu wenig Zeit. Pum! Garten explodiert! So, schauen wir mal rein. GG Floriano! Hey, Boogie Boogie Boogie, sagt er. Boogie Boogie. Ich sag nichts Boogie Boogie. Also, der Florian hat 11, ich hab auch 11, Taxifahrer 12, Enzo Gamer hat 8, Ramp hat 7, Miro 6, Mr. Minion hat 7, Bigfoot Bunny hat 4, DXEMA hat 4, Dissatzo, ja, irgendetwas hat 4, Luke hat 9, muss los! Hat 10, Ali hat 8, Marquito 7, Sebastian 4, Davide 3. Nope. German. Hallo Kotzakms. So, schauen wir mal. Also ich schau mal nach. Nö, Nachricht habe ich keine mehr gekriegt vom Taxifahrer. Auf jeden Fall habe ich ihm da mal... Ah, hallo Gianluca. Von wo kommst du her?
Gianluca ist mal eindeutig italienisch. Bräuche eher weniger. Und der Florian, wie er gerade geschrieben hat, ist der Gepard. So, gehen wir mal schauen, ob wir da eine Superbination machen. Nee, du eierst rum. Wär früher eben noch maximal Level. Okay, Mahlzeit, Florian. Naja, ich habe jetzt mal sowieso 3 Monate fast kein GW2 gezockt, weil es extrem leckt. So wie gestern auch, hat es auch geleckt. Und ich spiele sowieso viel lieber GW1 als wie GW2. Ja, super. Ich dachte, da ist ein Fußsoldat. Wo ist denn da noch einer? Sind da keine Zombies doch? Ach komm. Nicht dein Ernst, oder? Ah, super Timing, wieder mal nachzuladen. Bleib mal stehen, du Wichtlein. Also mal, ich bin mal gespannt, was der Florian heute da zu futtern kriegt. Also ich soll mit Rose spielen. Oh, das kann was werden. Welche Rose ist denn da besser? Da ich eigentlich Rose überhaupt keine spiele nie, weil mir die überhaupt nicht liegt. Ich weiß nicht mal, welche Fähigkeiten die hat. Okay, Superbination haben wir mal. Ich werde mal mit der sicher keinen einzigen Kill erzielen, aber ist ja gleich. Okay, so wird doch zur Ziege. Wo gehst du hin, Ziegelein? Bis dann. So. Ja, wo ist denn der Rollstar? Ja, wo ist er denn? Pam, pam, pam. So. Hey, 2 Kills da mit Rose ist nicht mal schlecht für meine Verhältnisse. Nee. Die Zone behalten wir uns mal. Was fällt denn dir da ein mit dem Kickwicht, auf mich loszuballern, hä? Böser Allstar. Oh oh, weniger gut. Tja, das seid ihr mal von mir überhaupt nicht gewohnt, dass ich da mit der Necrosi spiele. Generell, Rosi spiele ich überhaupt nie, weil mir Rosi irgendwie nicht liegt. Ja, super. Treffen wäre halt auch noch angesagt. Oh oh. Wie schaut's denn da momentan aus? Nö, 7 Kills geht schon. Für den, dass ich da mit der Rosi am Start bin, nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Ach komm, 1 Kill hätte ich noch gern gemacht. Okay, gemeinsam einen Abschuss, Rache aus dem Grab, Enzo-Gamer, danke, dass du mich da wiederbelebst.
Ach, da oben haben wir mal ein Piratchen. Böses Ziegel, ein böses. Nee, hat er mich noch gekriegt, scheiße. Ali Kabi. Ein Alibi hat er halt, oder so irgendwie etwas in die Richtung soll es, glaube ich, bedeuten. Also 76 zu 45. Nee, super. Ja, ich hab's versucht. Normalerweise darf man da keine Wunder erwarten, ist fast immer so, dass die da einen abknallen. Lalal. Komm. Okay, Vorlage habe ich wenigstens gekriegt. Sebastian. Herr der Florian wird es mir danach wahrscheinlich nicht mal glauben, dass ich da mit der Rosi am Start bin, aber vielleicht schaut er wenigstens zu. Kann ja auch sein. Da, 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 da. Stirb, stirb, du kleiner Wicht. Hat er uns gekriegt mit dem Sat-Mic. Also 94 zu 62 steht es aktuell. Ich mich noch mehr. Ja, ja, schreit sie. Wir haben es geschafft. Also 100 zu 69. Yeah, Erstschlagmeister. So, schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Enzo Gamer hat 20, Mr. Minion hat 14, Bigfoot Bunny hat 16, Yolo Bene hat 9, Miro 8, ich habe 11, Ruffset hat 6, DX Ema hat 10, Ramp hat 7, Ali hat 20, Markito hat 10, Luke 12, Dissat Soega hat 8, Sebastian 9, Kegan Yun hat 5, Koki Horg hat 7, Muss hat 6, in den Nox hat 5, Andres hat auch 5. Also für den, dass ich da mal mit der Rosi am Start war, bin ich eigentlich sogar zufrieden. Weil Rosi und ich sind da mal keine Freunde. Okay, Abschluss bestätigt, also Kügelchen einsammeln. Was nehme ich denn da? Was soll ich da nehmen? Nehme ich mal Meeresbiologen. Level ich den ein bisschen auf. Diese Kugeln werden meine Roboterarmee beflügeln. Ja, schön für dich. Zick. Zick. Hab ihm schon mal Damage gemacht. Mit den Haftkügelchen. Welcher von den zwei Citrus war der, den ich da
ein paar Hits verpasst habe. Weiß ich nicht, ich glaube der Orangen-Zitron war es, oder? Ich habe da nicht so drauf geachtet, auf jeden Fall einen. Oh, und Yeti-Schnapper ist auch am Start. Danke für ein Kügelchen. Achtung Leute, da ist ein Yeti-Schnapper am Start. Natürlich, ich warne, wem frisst er sicher als erstes. Was sind denn da heute alle als Meeresbiologen am Start? Anscheinend. Ach, da hinten kommt eine Erbse. Hab die gehört? Warten die. Ich hab eine Chili-Kugel. Ah, Chili-Kugel. Eine Chili-Bombe gehört. Gut gemacht. Nix. Ne, komm. Bin ja nicht so. Kügelchen habe ich eingesammelt, dann belebe ich den mal schnell wieder. Hey, ruhig, ich muss nachladen. Oh, Yeti Schnapper, muss los. Tschö. Ach, da hinten haben wir einen Spieler, der AFK ist. Ach nö, der täuscht nur vor, dass er AFK ist. Hilfe. Unfair. Ich dachte, ja, oh, super, gehst hin, staubst da schön angenehm im Kill ab. Von wegen. Der war gar nicht AFK. Hallo, Yeti-Schnapperin. Wach nur, ich warp dir schneller hinterher, als wie dir lieb ist. Ne. Betäuben gilt nicht. Unfair! Also momentan, ja, 9 Kügelchen habe ich schon mal. Dazu beigetragen, dass sie eingesammelt werden. Ach du Scheiße. Ich wollte da wegwarpen, ging aber nicht. Dankeschön. Ich hoffe mal, dass ich da den ein oder anderen Skibi, hallo, grüß dich, ein wenig Schaden zugefügt habt. Momentan steht es 33 zu 44, also liegen die Zombies vor. Komm, weg. Das war anstrengend. Sega, spielen kann auch manchmal anstrengend sein. Auf jeden Fall war es eine spannende, lustige Runde. Also, Punkte Pflanzen 36, Punkte Zombies 50. Da, sagt er, ja. Also, schauen wir mal rein. Ali Kabi hat 17, Indenox hat 15, Sebastian 4, Sarden hat 6, Rofset hat 4, Alexi Marquez 4, die anderen lasse ich mal weg. Ich habe 14, Mr. Minion auch 14, Kegan Yoon hat 12, Enzo Gamer 9, Koki Dor hat 7, Luke 6, Anders Salent hat 7 und Vivehu hat 4. Also das sind wieder mal komische Namen am Start. Eigentlich alles Leute, die ich vorher noch nie bemerkt habe oder die waren noch nie da. Kann auch sein.
Na gut, das sind ja meistens so viele Lobbys, dass es eigentlich nicht mal auffällt, wenn da mal ein paar neue Leute drin sind, würde man meinen. Übrigens, ich habe da heute mal Schreibtisch geputzt. Ja, ich putze hin und wieder mal sogar. Ich habe jetzt zwar die Tastatur sauber, aber irgendwie einen ganz anderen Scheiß. Schmutzig. Also, mit was spiele ich denn? Ich nehme mal die Feuererbse und level die ein wenig auf. 2, 1. Die Zwerge sind explosiv, ja, ich weiß. Also nochmal Gartenzwerg. Miau! Jeden Fall einen habe ich schon. Komm, respawn und weiter geht's. Komm! Okay. Gartenscharf, ja, Gartenzwerg scharf gestellt. Jetzt kann ich schon nicht mal mehr reden. So, hab dich. Juhu! So, ich werde mal da ganz mutig sein und ein paar Pflanzen beschwören. Was nehmen wir da? Pilz, Pilz. Ja, Gartenzwerg gespawnt. Da schaut es noch leer aus. Werde hier noch schnell einen. So, mal schnell den Schnapper hinterher. Nee, Computer-Hacker. In den Nox. So, ich spawn mal schnell. Nee, auf der letzten Sekunde haben sie es geschafft zu entschärfen. Weniger gut. Ich hätte mir jetzt eigentlich gedacht, dass wir die da irgendwie in die Luft jagen. Wo ist denn der Computer-Hacker hin? Heil mich mal schnell, Sonnenblümchen. Wie der mich da jetzt eigentlich gekriegt hat, frage ich mich, weil der mich nicht mal beachtet, also der hat mich nicht mal angeschaut. Hallo Max. So, zweiten Gartenzwerg gezündet. Ja, Wichtlein, hör mal auf, dich da zu drehen. Wichtlein hat er schon. Wo sind denn da noch Gegner? Super, ich muss wieder mal nachladen. Da unten sind ein Gebirgsjäger und ein Himmelskämpfer, glaube ich, oder? Gebirgsjäger, ja. Himmelskämpfer, glaube ich auch. Und ein Wicht. Appen. Okay, den habe ich nicht mal kommen sehen. Index Inox Nord. Momentan schaut es folgendermaßen aus. Der dritte Gartenzwerg wurde gerade scharf gestellt. Lassen wir uns mal überraschen, ob wir den in die Luft jagen. Doch, doch. Hat's schon. So. Tja, irgendwie sind heute Profispieler drin. Ja, ich bin ja schon seit fast einer Stunde live, also. Kannst du das irgendwie nicht wissen, wenn du nicht da warst?
Juhu, Abschussmeister. Und Erststärkmeister auch schon. Ja. Also, ich habe 12, Mr. Minion 10, Luke hat 9, Lungtonio 10, Enzogamer hat auch 10, Laffy irgendetwas hat er auch 10, Kegan Yoon hat 5, Ramp 5, Seri hat 4, Indenex hat 12, Reynadi, grüß dich, ja, alles bestens, danke, und dir? Dann Kokitor hat 6, Diu Diur hat 5, Ali Kababi hat 4, und die anderen lasse ich mal weg. Ja, wie kann's denn auch schlimm gehen? Jetzt, wo die Nadi da ist, kann's uns ja nur gut gehen. Natürlich, wenn du uns da einen Kuchen vorbeibringst und ein Käffchen, wäre es noch besser, aber bekanntlich kann man ja nicht alles haben. Okay, Revierübernahme. Junior, die Nadi bringt uns einen Kuchen vorbei. Was magst du denn? Sacher. Du auch, ich auch. Jetzt schreibt sie blub. Ihr seid nicht ganz holla. Was? Linzer. Linzer? Nee, brauche ich nicht. Also ein Käsesahne. Nein, danke. Er mag Käsesahne, nicht ich schon. Und Tiramisu geht. Ja, Tiramisu wäre auch gut. Willkommen bei X-Mates, laden sich selber zum Dessert ein, Stunde. Haben wir ja öfter schon mal gehabt. Dass ich mich da ganz einfach mal auf Pizza einlade, auf Dessert, Kuchen, Kaffee. Tja, wenn ihr das schon nicht macht, dann muss halt ich's machen. Ja echt, ich auch nicht. Zitronenkuchen nie gehabt, aber Karottenkuchen habe ich gehabt. Sonst habe ich es mit Karotten gar nicht. Aber irgendwie hat die Ausrede bei mir als Kind damals nie gezogen, Karotten sind gut für die Augen, deshalb will ich Karottenkuchen essen. Ich fand's lustig, meine Mutter weniger. Ausrede. Was? Ausrede. Ja. Normalerweise heißt es ja, Karotten sind gut für die Augen. Ja, und ich habe zum deiner Oma immer gesagt, bring mir doch einen Karottenkuchen. Ich muss was für die Augen machen. Die Ausrede hat nie funktioniert. Ne, wann haben wir das letzte Mal einen Kuchen gehabt, Junior? Im September, glaube ich, zu meinem Geburtstag. Nein, zu deinen? Ja, wo ich krank war. Ah ja, genau, da musste ich den ganzen Kuchen alleine essen. Dafür hat er dann einen zweiten Kuchen gekriegt. Da habe ich auch einen halben gefuttert. Ja, genau. Ja, seht ihr, er ist schuld, er war bei seinem Geburtstag krank. Deshalb habe ich zugelegt. Ja, siehst du, Junior, deine Schuld. Jetzt gehst du Fitness statt mir. Wäre auch eine Variante. Wäre ich sofort dabei. Glaubst du, das hilft? Nehm ich ab, wenn du Fitness gehst. Wir könnten spielen. Nö, ich gehe nicht. Doch, doch. Um 3 in der Früh laufen? Weißt du, wo ich um 3 in der Früh gehe? Ja, schön wär's. Oh oh. Ich hau mal ab. So. Übrigens, ich gehe da mich noch öfters mal von der Nadi einladen. Dann kann ich der davonlaufen. Die haut mich dann klein. Ich habe mich jetzt schon mal zu Pizza eingeladen. Dann mal zu Kuchen. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Hä? Ich spiele nur und Wind vorbeiziehen. Ich hab nicht mal bemerkt, dass der Junior hinter mir da vorbei ist. Hallo Tim, grüß dich. Ja, alles bestens. Wer? Der Junior? Der hat gesagt, er geht was hat er gesagt? Schlafen oder so irgendetwas. Ich hab den, durch das Headset höre ich den eigentlich nicht die ganze Zeit. Ich habe nicht mal bemerkt, dass er da weg
hinter mir vorbei ist. Ich habe da nur einen Wind ziehen hören. Ja, ich habe einen Windstoß gespürt. Nee, schlafen. Aber der Junior versteht nicht, dass wenn ich da das Headset habe, dass man ihn nicht gut versteht. Aber quatschen tut er trotzdem. Fragt mich, von wem er das hat. Ganz bestimmt nicht von mir. Also wenn er zurückkommt, fragen wir ihn nochmal. Nee, super Stachelkral, du Arsch. Der Arsch hat mich da mit Stachelkraut gekillt. Hey du Meißi. Übrigens, der Florian, glaube ich, der hat heute eine Suppe gekriegt und ist im Suppentopf reingefallen. Ich habe noch nie erlebt, dass der Florian so lang beim Futtern weg ist. Ich dachte gerade, der Junior ist zurück. Nö. Also, mein Headset auf einer Seite runternehmen, dann kriege ich auch das Umfeld mit. Da könnten sie direkt die halbe Wohnung ausräumen. Wird da die Hälfte nur mitkriegen. Nennen, Mann. Such dir einen neuen Spielefreund da. Herr Schnapper. Ja, scheiß drauf. Und Nadi, was erzählst du mir Schönes? Was hast du heute getan? Ja, ein Delfin. Deshalb heißt der Charakter da auch Meeresbiologe. Da fällt mir eigentlich ein, das Geräusch nehmen sie eigentlich, wenn sie bei YouTube-Videos irgendetwas ausblenden. Zumindest auf die Videos, die ich da schaue. Also bei JP Performance nutzen sie das ziemlich oft. Oh oh. Ich kenne mich da langsam nicht mehr aus. Alle sind wir auf einem Haufen. Ich baller da auf alles. Freund, Feind, egal, scheiß drauf. Oh oh. Und du, die täglichen schon angefangen, beziehungsweise die wöchentlichen. Wieso heute die täglichen? Normalerweise sage ich zu den täglichen die wöchentlichen und zu den wöchentlichen. Zu den wöchentlichen sage ich heute die täglichen. Ich sag ja, das Altwehren funktioniert nicht gut. Übrigens, ich bin heute schon wieder einen Tag älter als wie gestern. Nur mal so nebenbei. Wie alle schon fertig. Naja, ich war eigentlich. Wieso habe ich die nicht gemacht? Naja, ich war mal im Internet unterwegs, weil ich mir ein neues Handy bestell. Nö, ich habe gesagt, ich bin ein Tag älter als wie gestern. Ich habe bis in September habe ich mal nicht Geburtstag mehr. Auf jeden Fall war ich heute Nachmittag mal schauen wegen einem neuen Handy. Das war so gegen 3, da kamen die neuen wöchentlichen raus. Dann wollte ich eigentlich nicht anfangen, weil der Junior noch nicht da war. Aber die mache ich dann mit ihm zusammen, weil sonst heißt es wieder: Ho, du bist schon Battle Pass Stufe 80 und ich bin erst 20. Und auf den Diskurs habe ich keine Lust, deshalb habe ich da gewartet, bis er kommt. Tja, dann gab es schnell Essen und tja, Stream begonnen. Da haben wir kurz eine Runde gezockt und das war's eigentlich. Aber nach dem Stream gehen wir die wöchentlichen machen. Nee, die bis in September brauchst du da nicht gratulieren.
Übrigens, wann gratuliert man dir überhaupt? Hast du uns noch nie verraten? Okay, der Florian ist immer noch nicht da. Vielleicht ist er heute Reis mit chinesischen Stäbchen. Ein, zwei Aufgaben sind schwer, der Rest alle leicht. Naja, ich habe die ja durchgelesen. Ich habe da eine Runde Dingsbums gespielt, Disco-Dominanz. Mir fehlt mal das mit den Explosivwaffen. Aber ist ein Disco-Dominanz eigentlich relativ leicht? Rate mal. Also, Steinbock würde ich mal nicht sagen. Jungfrau. Fisch. Ja, bleib du ruhig da oben. Ich erobere in der Zwischenzeit eure Zone da. Nein. Was gibt's denn da sonst noch? Also Steinbock hätte ich mal nicht gesagt. Stier auch nicht. Zwilling. Ja, du Esel, oder? Ich bin knapp dran. Oh je. So. Übrigens, der Max ist Sternzeichen Esel. Übrigens. Zack. Mal gemutet. Also, was ist denn da sonst noch? Also mal Löwe. Also Steinbock, Stier würde ich da eher bezweifeln. Also wartet mal. So, wartet mal. Ich muss da mal kurz. Ach ja, brauche ich ja nicht. So, wartet mal. Markieren. Pannen. Gehen wir mal pannen. So. Ich kann auch blöd machen. So, jetzt ist mal ruhig auf die billigen Plätze. Tja, da habt ihr es mal. Ich blockiere da so wenig Leute, dass ich nicht mal wusste, wie ich da den Max mal 10 Minuten ruhig stelle. Löwe bist du nicht. Jungfrau bist du nicht. Waage bist du auch nicht. Fisch auch nicht. Krebs. Krebs dann. Krebs auch nicht. Wassermann. Davor war es sehr nah. Was ist denn da nah? Also, Steinbock ist definitiv im Januar, das weiß ich. Stier ist im April, weiß ich auch. Kuh ist im Dezember, ah nö.
Dezember ist immer noch. Steinbock. Jungfrau ist im August. Waage August, September. Wieder wäre noch, aber wieder habe ich keinen blassen Schimmer, wann wieder überhaupt ist. Warte mal. Jetzt frage ich meine Sekretärin. Okay, Google. Ach so, jetzt schreibt sie wieder. Nein, aha, Rick Schmidt. Ach du Arsch mit Ohren. Mann, erschreckt er mich. Die Nadi hat vorhin dich gefragt, ob du aufs Klo gehst oder was du gesagt hast. Ich habe gar nichts gehört, da ich das Headset auf hatte. Sie hat gesagt, du hast gesagt aufs Klo, ja. Was? Weiß ich ja nicht, wegen den Kuchen. Also, wacht mal. Hey, Floki! Einstellungen der Funktion zum Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Wir möchten dich heute über eine Änderung informieren, die dich betreffen könnte, okay? Die Funktion zum Posten der YouTube-Video auf Twitter und Google Plus. Okay, bis zum 31. Januar. Dad hat Geburtstag und wir haben noch geratscht haben. Ja, sehr deutsch wieder mal. Ja, wir warten alle nur mehr auf den Kuchen. Ja. Florian, schaut's aus mit der Kuchenlieferung. Ich hätte gerne eine Sacherkäse, Sahne oder sonst irgendetwas, der Junior. Eine Sacher. Die Nadi, ja, die ist eine Frau, die frisst alles. Und dann meckert sie, oh, meine Figur! Deshalb, nimm mal lieber eine Käsesahne mit. Dann futter ich die auf. Ich will ja auf der Nadi aufpassen und für sie sorgen. Deshalb, damit die da nicht die Figur verliert, muss halt ich mich opfern. Ich esse Zitronenkuchen. Nee. Du musst auf die Linie aufpassen. Die Funktionen, Aktivitäten auf Twitter, Google. Wir haben festgestellt, dass. Ja, super. Was? Wieso hast du jetzt gelöscht, Florian? Also, weil der Max vorhin Blödsinn halber geschrieben hat, Rind, Ochse und so ein Zeug und mir das auf den Keks ging, weil er dachte, er ist da lustig, habe ich gesagt, okay, dann blockiere ich ihn auch mal 10 Minuten Blödsinn halber. Jetzt natürlich sind die 10 Minuten rum und dann hatten der Florian wieder ausgeblendet. Deshalb habe ich ihn da 10 Minuten mal ausgeblendet. Er hat keine Ahnung wieso. Naja, er hat vorhin geschrieben, weil wir erraten mussten, welches Sternzeichen die Nadi ist. Statt normal da zu raten, hat er angefangen, Ochs, Esel und so ein Zeug und das ging mir auf den Zeiger, so habe ich gesagt, gut,
Dann blockiere ich ihn mal 10 Minuten, ich habe auch Spaß. Deshalb habe ich ihn da mal 10 Minuten ausgeblendet. Aber dass ihn der Florian da komplett rausnimmt, war eigentlich nicht geplant. Aber da komme ich jetzt nicht mal hin. Junior, kannst du den Max wieder reinblenden? Nee, da komme ich so auch nicht dran. Ah, da muss ich im Admin-Bereich rein. Hallo Panda. Nee. Nö, wenn da was Ernstes ist, dann blende ich schon aus. Also wenn ich da Blödsinn mache, ich habe ja einen Florian auch mal Blödsinn halber 10 Minuten gebannt. Also, wenn ich da sauer bin, da banne ich einen permanent. Aber wenn ich da nur 10 Minuten einen ausblende, dann ist es nur Blödsinn halber. Also Max, ich blende dich danach schon wieder ein, keine Sorge. Der Florian ist da eine harte Sau. Doch, kann man einblenden, aber dafür muss ich mich auf YouTube einloggen, in Creator-Bereich reingehen, in Admin-Bereich und den manuell freischalten. Also ich kann den momentan so über Chat nicht einblenden mehr und auch nicht über die App. Da muss ich direkt über PC rein. Weil der Florian auf alle Nachrichten ausblenden gerückt hat. Da wird komplett der ganze Nutzer. Nö, kannst du nicht. Also wenn ich das Admin nicht kann, dann dürfte es der Florian auch nicht können. Nee. Also wenn da irgendetwas ist, übrigens, wartet mal. Ah, ich suche mir da ein Plätzchen und blende Max schnell wieder ein. So, ich hoffe mal, dass sie mich da nicht abknallen. Ich bin schon noch da. Bin nur im Browser drin. Oh, das Coloria. Jetzt spricht er mit Akzent übrigens. Wartet mal. Wo muss ich da hin? Dashboard. Also Max, ich befreie dich gleich. Wart nur mal einen Augenblick ab. So, Creator Studio, Community. Community Einstellungen, also das dauert immer. Wo ist denn der Max? Jetzt muss ich deinen Namen rausfinden. Ich habe da eine Liste mit 200. Ja, aber wenn er den ausblendet, ja, aber nicht wenn du komplett einen ausblendest auf dem Stream. Ah, da ist er. So, jetzt müsste er wieder schreiben können. Gespeichert habe ich. Theoretisch kann der Max jetzt wieder schreiben. Also, wenn du da Nadine, bei dir ist es auch so, du kannst ja auswählen, Nutzer 300 Sekunden ausblenden. Also die 5 Minuten, die es halt sind. Das kannst du rückgängig machen. Aber wenn du Nutzer ausblenden drückst, dann kann er überhaupt nicht mehr schreiben. Das kann ich dann manuell auch nicht über ein Stream-Programm machen und muss da direkt in Admin-Bereich rein. Ja, aber normalerweise, ich kann es ja auch nicht. Also wenn ich da einen bann, ich kann es auch nicht rückgängig machen über Handy. Da muss ich direkt in Admin-Bereich rein. Der Florian kriegt da ja auch. Warte, ich geh mal schauen jetzt. Wenn ich bei dir. Ja gut, da komme ich auch nicht dran. Hey Steffi! Hä? Die hat ein neues Profilbild. Zwar sehe ich da gleich viel wie vorher. Ach scheiße, zum guten Glück habe ich gesagt, ich setze lieber mal Brillen auf, wenn ich Computer spiele, da ich ja ein paar Stunden immer zock. Normalerweise nutze ich ja keine Brillen,
Aber scheiß drauf, da brauche ich ja eine Lupe. Und wie geht's denn der Lana, Freundin? Auf dem Bild ist eine Sau abgebildet. Ja, hörst du, Steffi, wie der Florian über dich redet? Na, Notiz about Rechen. Boah, jetzt schreiben sie mir auf Englisch, nicht auf Englisch eine E-Mail. Scheiße, versteht ja kein Arsch. Also eigentlich schon, die 5 Minuten geht, dann... Also bei mir geht's nicht. Vielleicht kann das nur der machen, der blockiert. Also ich konnte da nichts mehr auswählen, weder Nutzer blockieren noch bannen oder sonst irgendetwas, dann hätte es der Florian machen müssen. Ich musste mich da direkt anmelden und über den Browser machen. Und Admin-Bereich gibt's ja da keinen gesonderten. Da hat jeder YouTuber den gleichen Scheiß. So. Ich konnte ja sogar den Florian mal bannen, so blödsinnhalber. Der Florian hat blödsinnhalber den Daniel mal 10 Minuten gebannt und ich habe blödsinnhalber den Florian. Also warte mal, jetzt gehe ich mal auf dir rauf. Juhu, ich gehe auf der Nadi rauf. Also ich kann da Nutzer vorübergehend blockieren, da kriegst du einen Bann für die 5 Minuten da. Oder entfernen. Wenn ich entfernen drücke, kann ich dich wieder einblenden. Aber der Florian hat gedrückt, Nutzer ausblenden. Und das kann ich wiederum nicht rückgängig machen. Deshalb muss ich da in den Admin-Bereich rein und es da umstellen, um es wenig kompliziert zu machen. Übrigens, Max, bist noch da? Ich glaube, du kannst wieder schreiben. Also, wer dir da mal die Steffi begutachtet, was die da für eine Sau im Bild hat, hat die eine Sau im Bild. Mal soll ich ausblenden oder blocken oder. Mal soll ich immer ausblenden oder blocken, blocken oder. Sehr deutsch, Florian. So, dann wechseln wir mal zu GW1. Ja, Florian, aber ganz einfach, wenn du da bist und mitkriegst, dass da ihre blöd rumeiern, dann kannst du die ausblenden. Aber wenn du nicht da warst und weißt nicht, was war, dann brauchst du nichts machen, so rum. Also, weil ich habe da Max mal eher blöd getan habe, habe ich einen Blödsinn halber da mal für die 300 Sekunden, also die 5 Minuten, 6 Minuten, was es sind, ausgeblendet und nicht permanent. Einfach weil er da dachte, wie er witzig ist, das hat. Habe ich gesagt, ich bin auch witzig und stellen mal 5 Minuten auf Ruhe. Also. Ist ja egal. Übrigens, seit ich gesagt habe, ich gehe mal auf der Nadi rauf, ist sie ganz still geworden. Ich dachte eigentlich auf ein Icon im Chatfenster, um zu schauen, welche Möglichkeiten ich da habe. Nicht so. Nee, aber du hast da Blödsinn halber vorhin geschrieben, Ochs, Esel und so ein Zeug. Da habe ich gesagt, ja gut, ich kann auch mal Blödsinn machen und bann mal. Und habe dich da mal die 300 Sekunden... Also die 5 Minuten gebannt und wollte den Blödsinn machen, kommt der Florian zurück, zack, blendet er dich frisch komplett aus. Nee. Ihr Sternzeichen. Und da hast du die ganze Zeit Ochs, Esel und so ein Zeug geschrieben, dann ging's mir langsam auf den Zeiger.
Da habe ich gesagt, okay, wenn du schon lustig bist, dann bin ich auch mal lustig. Und blende ich mal 5 Minuten aus. Da habe ich nur Blödsinn gemacht und dich mal 5 Minuten ausgeblendet. Und der Florian kommt rein, zack, zack. Ja, ja, der Florian. Das ist eine harte Sau. Also Max, nimm dich in Acht vor dem Florian. Der Panther gnadenlos. Übrigens Mädels, gebt dem Florian alle eure Nummer. Wenn der da schon so wahllos bannt, stellt euch mal vor, wenn der eure Nummer nicht kriegt. Tja, da zündet er euer Dorf direkt an. Sag ja, der Florian ist so eine harte Sau. Und dann hat er immer eine Stimme wie so ein Jüngling. Ja, ich bin's, der Florian. Und dann, wenn er bannen muss, ha, ich bin's, der Florian. Ha, wen bann ich? Mal die Steffi, mal den Max. Ha, ha, ha. Meine hat er schon. Ja, deine. Ihr geht ja sowieso miteinander baden. Hat er mir schon erzählt, was ihr da für Spielchen treibt? Ja, ja. Eins, eins, zwei. Medikopter 117. Der Florian hat eine Kuchenlieferung. Für den Süden. Er reimt sich sogar mal. Also ich darf da spaßeshalber mal keine Leute 5 Minuten ausblenden, sonst wenn der Florian da ist, boah, der ist eine harte Sau, habt ihr mitgekriegt? Also benehmt euch, der Florian ist da gnadenlos, er bannt euch, macht euch fertig. Ja, sogar die Domina von nebenan hat Angst vor Florian. Tja, die hat gesagt, keine Privatsitzungen mehr mit Florian. Ja. Und letztens habe ich da einen Bericht im TV mitgekriegt. Tja, der ist mit dem Fahrrad gefahren. Dann ging das Fahrrad nicht mehr. Dann hat er die Peitsche raus. Und hat angefangen, das Fahrrad zu peitschen und hat gesagt, und jetzt schleif, du Sau. Ja, weil der Florian dich danach, also die 5 Minuten waren um, dann hast du wieder geschrieben und der Florian hat dich permanent gebannt. Deshalb habe ich da mal kurz aufgehört zu spielen, bin reingegangen und hab den Bann aufgehoben. So, mal alle gemutet. Die brauchen da nicht mithören, was ich da sag. Ja, ja, der Florian hat da sein Fahrrad gepeitscht und jetzt schleif, du Sau. Nee. Ah, was Männer schlagen. Mit einer Peitsche oder Männer, Frauen. Ja, der Florian weiß ja nicht, was eine Domina ist. Also, Florian, eine Domina ist das, was du mit Steffi machst, nur dass sie dafür noch Geld kriegt. Also, die ist gemein mit dir, peitscht dich aus und kriegt dafür noch Geld. Und meistens hat sie so einen Latexfummel an. So wie bei Fortnite der Lux momentan. Der Lux ist auch eine Domina. Ja, ja, ja. Deshalb kriegt ihr da ständig nur die Nadine mit, aber vom Freund von ihr hört ihr nie was. Die peitschen. Pa, pa, aus! Die weisen da zurecht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt der Florian den Blödsinn macht. Dani, weißt du, der X-Mate hat gesagt, dass der Lux eine Domina ist. Ich hab's so irgendwie... Nein, nicht meins. Doch, doch. Na,
Ja. Steffi, da macht man was mit dir. Du bringst mich da auf die blöden Gedanken. Ich hab zwar gesagt, du sollst den Florian abhärten, aber die hat draus ja einen Zuchtbullen gemacht. Der bannt da gnadenlos unser Terminator vom Verein. Ja. Übrigens, Steffi, aufpassen. Nicht, dass der Florian da den Stecken nimmt und bei dir in Lana damit auftaucht. Also, ich habe 13, Otan hat 8, Ochnik hat 7, Valencia hat 4, Gordon hat 5. Also, tolle Gesprächsthemen. Luca, David, Bogda hat 5, Suya, Candy hat 7 und die anderen lasse ich mal aus. Ich kenne mich auch nicht mehr aus, ob das Spaß oder Ernst ist. Also, ich bin der Philipp, eventuell kannst du mich auch X-Mate nennen. Junior! Ach, der heißt Kilian, ist auch keiner. Der heißt weder Spaß noch Ernst. Obwohl, bei ihm war es Anfang Spaß und danach kam der Ernst. Speziell nach der Trennung. Aber jetzt weiß ich's, okay? Ja, ich pass schon auf. Ja, die Steffi da ist schon in Erwartung. Ja, Flori, komm. Das ist unser voller Ernst. Ja, ich weiß nicht, ob der Ernst was getrunken hat. Ja, grinst doch wieder mal der Florian. Übrigens, wisst ihr, wieso der Florian da so grinst? Er hat mir ein Geheimnis anvertraut. Natürlich ein Stream drinnen, das kein anderer weltweit mitkriegt. Der in der Früh, damit er aufsteht, geht er Turnübungen machen. Ich brauche in der Früh mal 10 Tassen Kaffee, dass ich überhaupt mitkriege, was ich bin. Ein Stein, ein Kaffee, ein Bett oder irgendetwas. Also, ohne Kaffee am Morgen geht's bei mir bergab. Bei mir auch. Also, ich starte mal die Runde mit dem Allstar. Ist das dem Herrn Florian recht? Ich hab langsam Angst, mich bannt der auch noch. Junior, der Florian! Muss ich mal ein Wörtchen mit dem reden? Ja. Der ist da so allgemein gefährlich. Ich stell mir einen Florian vor, da so ein Zucken. Wie ein Zombie. Deshalb spielt der PVZ. Oh, weg. Bitte können wir es lassen jetzt. Langsam fühle ich mich schlecht. Naja, trotzdem ist doch lustig. Florian, dir macht ja keiner einen Vorwurf. Wir finden es nur lustig. Also, du brauchst da nicht schlecht sein und nichts. Wir machen sowieso nur Spaß. Das müsstest du von mir mittlerweile kennen. Und wenn du da einen Fehler machst, mach dir keinen Kopf drauf. Du hast da einen Max gebannt. Kein Problem. Ich hab ja nichts gesagt. Ich hab ihn ja wieder entbannt. Also ist ja nicht so, dass der Max nicht mehr kommt. Sobald ich gesehen habe, dass du den da gebannt hast, habe ich ihn entbannt. Also mach dir keinen Kopf. Du machst deine Aufgabe als Mod da ziemlich gut. Mach dir mal keinen Kopf und wenn du mal was falsch machst, dann ist ja kein Problem. Kann ja die Leute wieder entbannen. Zwar dauert es ein paar Minuten, aber so eilig hat es da auch keiner. Also ich komme mir irgendwie vor wie die Sonnenblume da beim Raufspringen. Also bei mir schauen die Turnübungen so irgendwie aus. Ja, lass mich da mal. Ja, habe ich schon mal den Florian. Ich trete der Runde bei. Ja, ist ja gleich. Und ich habe 128 absichtlich gebannt, aber permanent. Deshalb dauert das immer so lange, weil YouTube ist nicht instand, die Leute da nach Datum sortieren. Also ich bann heute einen, dann zeigt mir YouTube den nicht.
der Reihenfolge an, nach Datum. Und dann könnte ich ja direkt reingehen, den letzten Gebannten wieder entbannen. Nö, da muss ich mir einen Namen rausfischen und in der ganzen Liste kreuz und quer durchsuchen. Das haben sie ja logisch perfekt gemacht. Ja, Max, du hast mittlerweile nicht mal mitgekriegt. Der Florian hat damals dem Daniel, als er sein Kumpel, gesagt, ja, ich bin Mod, entweder reißt du dich da zusammen, sonst bann ich dich. Dann hat der Daniel da Blödsinn geschrieben. Der Florian hat den Daniel gebannt. Rate mal, was ich dann gemacht habe. Ich habe den Florian gebannt. Also. Und wenn ihr da mal 10 Minuten raus seid oder 5 Minuten, da heißt es nicht, dass ihr was Schlimmes gemacht habt. Wenn da was Schlimmes ist, da bann ich dann die Leute schon direkt selber und für immer und sag's aber dann auch, wieso. Deshalb. Ich wusste es, dass der Heini da rauftretet. Übrigens, was ist mit der Nadine los? Ist jetzt ganz ruhig. Muss dich immer noch erholen. Oder die backt gerade einen Kuchen. Hätte ich mal keine Einwände. Oh oh. Ich stell mir gerade einen Florian vor. Liege im Bett. Klingt wie eine französische Stadt. Liege im Bett. Nee, ich stelle mir gerade einen Florian vor. Wer von euch kennt einen Kai Ayana? Der hat da früher so eine Comedy-Show. Comedy-Show gehabt. Und da hat er manchmal einen Kai Ayana. Also der war dessen Comedian, glaube ich, türkischer Abstammung. Auf jeden Fall hat der damals auf dem Sat 1, glaube ich, was, eine Comedy-Show gehabt. Und da hat er manchmal Sketch gemacht, wo er an draußen bei einer Diskothek ein Rausschmeißer ist. Also ein Türsteher. Da stand er eigentlich immer da, beim Eingang, Hände verschränkt. Du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein. Ich hab mir gerade einen Florian so vorgestellt. Ein Außenschmeißer, 1,50 Meter hoch, eine Stimme. Wenn der sagt, du kommst hier nicht rein. Die Gläser, die da zerspringen. Und der, ne, du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein. Schweizer Akzent kann ich nicht nachmachen, scheiß drauf. Naja, zum Glück liegt die Nadi schon, sonst würden die sich direkt mal wegschmeißen. Übrigens, was ist denn heute mit der Nadi los? Die hat schon gegessen. Normalerweise war die ja letztens immer gleich wie Florian weg. Läuft da was? Normalerweise waren beide immer kurzzeitig verschwunden. Muss was essen? Vielleicht hatten die da ein Candlelight-Dinner. Ich habe meinen Eltern gezeigt, wie du dir das vorstellst mit mir und der Nadi. Wie, Flori? Mit was? Jetzt kommt was. Ja. Dann gibt's so viele Anekdoten. Ach komm. Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen, du blöde grüne Erbse? Also, ich habe meinen Eltern gezeigt, wie du dir das vorstellst mit mir und der Nadi. Also, super wär's bin ich dann auch nicht. Wenn schon, dann stelle ich mir was mit der Nadi vor, aber da ist der Florian nicht dabei. Wenn schon, denn schon. Also, so kranke Fantasien, dass ich mir was mit der Nadi und mit dem Florian vorstelle? Nee, mit der Nadi alleine vielleicht, aber Florian packe ich da mal nicht mit ein.
Also, die haben sich nicht mehr eingekriegt, okay? Da und haben die mittendrin zum Lachen angefangen, okay? Florian, welches Video meinst du? Der Stream damals, wo die Nadi schon weg war, wo ich noch dachte, sie ist anwesend. Weißt du noch, welches Datum das war? Weil die Nadi hat es natürlich nicht mitgekriegt. Von vorgestern. War das vorgestern? Weißt du die Minute auch noch? Ich glaube, du als Mod kannst da ja die Links reinposten. Post mal einen Link rein. Also, ja, doch dann. Hallo Maxwell, grüß dich. Also ich habe 10, Chrisu hat 10, Donkey Kong. Ist das nicht damals Donkey Kong? 5, Julia hat 6, Gebhardt hat 4, Gordon hat 3, Ronald 4. Ja, ja, gesehen überhaupt nicht, gelesen eher. Also ich bin mal gespannt, ob der Florian jetzt rausfindet, welches Video er meint. Was hat mich da genau gesagt? Blödsinn. Ja, Blödsinn, das weiß ich mittlerweile schon. So gut kenne ich mich auch, dass da irgendetwas war. Was habe ich aber da genau gesagt? Ich glaube, ich habe da sogar einen Lachflash gekriegt wieder mal. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Der Florian sucht sich das Video raus. 1 Stunde 32 Minuten und 50 Sekunden. 8.1. Okay, ich schaue es mir danach direkt mal im Stream an. Bitte, Junior. Ja, Reaction auf Reaction. Also dann schreibst du einfach, bei dem Video kannst du einen Kommentar unten schreiben, schreib einen Kommentar rein. Dann schreibst du 1 geteilt, wird die Stunde jetzt als 60 Minuten da ein. Auf jeden Fall, ja, ist es eine Minute 32, Junior, du hast... Also ich glaube, wenn du 1 Doppelpunkt 32 machst, ist es eine Minute 32, dann wird es 60 Doppelpunkt 32. 1 Stunde und 50 Sekunden. Ach, scheiß drauf. Ich werde danach die Runde zocke ich noch und dann switche ich mal kurz in Chrome rein. Dann schaue ich mir selber an. Ich muss mal nachschauen, was ich da überhaupt gesagt habe für ein Blödsinn. Also wenn sich die Florian-Eltern, ja, scheiß drauf. Deutsche Sprache, schwere Sprache, die Florian-Eltern. Verbiegen kann es ja nicht so schlimm sein. Ach so, und deine Eltern haben sich da verbogen. Wie das? Ja, ich werde danach direkt mal auf den Internetbrowser wechseln, dann können wir es uns nochmal zusammen anschauen. Übrigens, heute müssten eigentlich die Lippen und Ton noch synchron sein, denke ich mal. Theoretisch ja. Ja? Ja? Juhu! Wieso schaust du den Stream? Mann, morgen. Kann ich den Kommentar nicht sehen? Morgen gibt's 2 Meter Schnee, wenn der Junior mal meinen Stream mitschaut. Ja, wie soll ich sonst in die Kommentare reinschreiben? Ach so, scheiße, du schreibst ja. Auch um. Ja, lass mich mal, wie gut drauf passt. Ja, ich bin gewohnt, dass der Junior der Letzte ist, der da anwesend ist. Nee, der Vorletzte. Der Letzte ist da immer der andere Mod. Langsam da, Wissenschaftler. Beruhig dich da mal. Du schaust dir das Video mit mir an, okay?
dass ich nichts weiß. Okay. Gut, Florian, ich schaue es mir danach direkt im Livestream an. Übrigens, Florian, was zeigst du da deinen Eltern? Übrigens, wenn morgen seine Eltern vorbeischauen. Übrigens, der Florian will jetzt eine Domina für Montag und Dienstag. Du bist schuld. Dann wissen wir, was da abgeht. Bei der Berufsberatung. Die Steffi, ich will Doktorin werden, ich will Doktorin. Der Daniel, ich will Mechaniker werden, ich will Mechaniker werden. Und der Florian, ich will eine Domina sein. Ah, scheiß drauf. Ah. Bei der Berufsberatung, ich will eine Domina sein. Schweigen in der Klasse. Der Einzige, der sich da freut, der Florian. Hi Danny, grüß dich. Ah, mit euch macht man was mit. Übrigens, gestern war es auch ganz interessant. Da hat uns der Florian mal berichtet, dass bei ihm alles hängt. Der Danny und ich waren da am Rumrätseln, ob er das jetzt im Intimbereich meint, beim WLAN, beim Stream. Wir waren da eigentlich so 5 Minuten ratlos und mussten irgendwie raten, was der da meint. Er hat nur geschrieben, bei mir hängt alles. Er hat aber nicht gesagt, was. Also, kam mal im Raum das Thema auf, ja. Der Junior stirbt da hinten auch schon. Also, da kam mal das Thema auf, dass bei ihm alles hängt. WLAN-technisch, dann mal Stream-technisch, dann war noch die Möglichkeit, Spiele-technisch. Dann kam uns noch der geniale Einfall da. Wir wollten da schon ein paar blaue Pillen besorgen. Ja, der stirbt da halbwegs. Ja. Du hast keine Luft mehr. Das passiert mir öfters mal, wenn du einen fahren lässt. Da habe ich auch keine Luft mehr. Der Florian soll nicht bei mir in der Schule sein. Da wird mir euch totlachen verlassen, dass ich mit meinen Freunden nach jetzt sitzen wir zu zweit in der letzten Reihe. Wir lachen den ganzen Tag. Du musst jetzt bald noch wiederbeleben, ne? Nee, so weit kommt's nicht. Nee, so weit kommt's nicht, wenn ich ihn da Kuss auf die Wange drücken will. Scheiße, dann haut er mich tot mit dem Headset. Das haben wir vorhin probiert. Du, ich nicht. Ja was? Ich wollte mal ein Küsschen auf die Wange raufdrücken. Ja, scheiß drauf. So, ob ich Lepra hab. Haut er ab. Kannst du lachen in der Schule gehen? Den ganzen Tag, egal bei welchem Tag. Bis auf bei Natur. Das geht's nicht. Ja. Das haben wir nach. Also, 48 zu 36. Also, trotzdem, dass ich da die ganze Zeit am aktiven Spiel dabei bin, sehr integriert. Also, ich krieg da gar nicht mal mit, wer da spielt. Mittlerweile. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaub's auch nicht. So, dann schauen wir uns mal die Ergebnisse an und dann switch ich mal auf Chrome. Dann muss ich mein Stühlchen holen. Dein Stühlchen? Also, Grisou hat 11, Gepard 13, ich habe 12.
Gordon hat 9, Blitzer hat 4, Mattis Matt Rusty hat 4, Ronaldo Ronald 21, Patience 7, Donkey Pong hat 4 und die anderen lasse ich mal weg. So, ich gehe mal schnell raus. Mist, ich höre ja dann nichts. Warte mal, ton. Ja, gut, dann hörst du halt nicht, scheiß drauf. Ja gut, dann kriegst du... Oh, ich steck das aus da und mach das Mikro dran. Gut, dann steckst du den Splitter an. Ich suche in der Zwischenzeit da auf Chrome das Video. Nicht den Splitter. Also bevor ich da das Video suche, muss ich irgendwo mal den Dingsbums suchen. Ja. Den Mauszeiger. Ach so. Wo hat mir der Florian da den Link geschickt? Wo ist er denn? Ja, dass er mir in die Kommentare geschickt hat, passt. Also, was hat er geschrieben? Eine Stunde 32 Minuten und 50. Ach, fast am Ende. Der Junior sucht 32, 26, 28, 32. Weiß ich nicht, wo du den Splitter hast. So, dann machen wir. Ja, ist ja gleich, sonst nimmst du mein Headset. Also. Browser? Okay. Video. Scheiß drauf. Link kopieren. Nicht ausschneiden. Einfügen. Müsste eigentlich das Zeug da sein. So, schauen wir mal. Ich habe bis jetzt eigentlich noch nie einen Stream im Browser aufgemacht, deshalb. Ah, wo ist denn der Scheiß? Da. Breite. Da ist er gleich. Schauen wir mal. Okay, der Junior hört's da über den Dings. Ach, weil ich die Boxen anhab. Okay, warte mal, Junior. Ach, du kannst. Ja, ich höre. Ach ja. Ja, dann hört ihr es halt auch noch doppelt. Wie spule ich da jetzt aber vor? Nächste Frage. Da habe ich jetzt was Geiles. Vielleicht im Stream auf dem Fenster. Nee, das geht so mal nicht. Übrigens, scheiße, wie macht man denn? Da wird's ja nicht angezeigt, deshalb weiß ich's nicht. Vielleicht von mir. Ach, weißt du, was ich da mache? Fensteraufnahme, wo ist denn der Scheiß? Farbaufnahme. Butter rüber. Oh, PC? Nö. Ja, trotzdem. Ja, statt über uns Salzen zu springen, habe ich direkt Jackkürzen. Hä? Wo ist denn das Video überhaupt offen? Ist mal rund, also, wir schauen dann aus. Drei Gartenzwerg-Bomben haben sie bei uns gezündet. Hä? Ich hab jetzt den Ton irgendwie. Haben wir ja noch fast 6 Minuten. Willst du mich jetzt verarschen? Hä? Also, ich hab die ganzen Browserfenster. Ach du Scheiße. So geht's auch. Variante B. Ha! So. Problem gelöst. Browser, wo bist du? Bevor noch weitere Probleme kommen. Ja, bevor weitere Probleme kommen. Komm, jetzt habe ich's. Link öffnen von Florian. Eine Minute, was war's? 32. Theoretisch müsstet ihr es jetzt so hören im Stream. So, schauen wir mal, dass ich da noch einen krieg. Wo seid ihr denn? Ach, die Kakteen ist mal rum. Eine Minute 32. Zweit. Da habe ich gesagt, es wäre mal interessant, im Partyton mit dir und mit dem Florian.
Weil du hast ja eine tiefe Stimme und der Florian klingt irgendwie wie eine verstimmte Triangel. Also ein Hochtöner non plus ultra. Das wäre so genial. Also, wer Florian noch nie gehört hat, der hat so einen Schweizer Akzent und klingt wie eine verstimmte Triangel. Ganz. Doch, er war damals heißer, als du ihm gehört hast. Heißer. Also, Florian ist ein ganz heißer. Wie? Du spielst mit dem Florian, was spielt ihr denn da? Ihr Ferkel. Also, Gebhardt hat 19, Bobbele hat 5, Maskotta hat 8. Ich glaube, jetzt kommt's noch, oder, Florian? Jaulinger 15, ich hab 12, Ochnik hat 9, Ronaldo Ronald hat 9, Gaete hat 5. Was, Florian? Übrigens. Der Florian, da habe ich damals gesagt, da stellt sich der Florian mit der Nadine vor. Hallo Nadine, ich bin's, der Florian! Hey, kommt die Nadine. Ja, hallo Florian! Sauerstoffzellen, okay Florian. Der Florian mit seiner hohen Stimme. Als ich den das erste Mal gehört habe, ich war ja mal mit ihm und mit der Carina im Party-Dingsbums drin, bei der Playstation. Ich habe gedacht, ich habe einen Schweizer drin in der Party. Also er hat da so einen leicht schweizerischen Akzent und klingt extrem hoch. Übrigens, wie klingt eigentlich die Steffi? Die habe ich noch nie gehört. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja, dann macht man was mit dem Florian. So. Also, Stream habe ich mal reingehört. Das erste Mal direkt, dass ich einen Stream in Stream angeschaut habe. Ne, habe ich bis jetzt eigentlich. Dann machen wir morgen eine Reaktion auf die Reaktion im Stream. Reactive Video auf die Reaction vom Reaction. Das wird mir dann sogar für mich da zu kompliziert. Ich bin ja so schon ein wenig. Aber wenn es mir mal zu wird, dann wird es zu kompliziert. So, Ton vom Spiel wieder ein. Spiel vom Video aus und ich switch mal. Von mir. Ja, ich sag ja. Da drehe ich langsam am Rad. So. Jetzt wisst ihr wenigstens, was der Florian da gemeint hat. Reaktion auf die Reaction einer Reaction. Ja gut, da hat aber keiner reacted. Scheiß drauf. Ich habe mir selber reacted. Da müsste jetzt eigentlich die Nadine reacten und der Florian und ich müsste dann wieder ja, wieder reaction. Mann, wird das kompliziert. Scheiß drauf, verwendet deutsche Wörter. Ich, Florian. Reagieren. Das stimmt. Das stimmt nicht ganz. Sieg für die Pflanzen. Ja. Also, juhu, null Kills. Trotzdem, ja, die haben gewonnen. Ich war da für moralischen Beistand zuständig. Also, und die Lache von meiner Mom, man denkt, die hat Luftnot. Das ist krank. Wieso das? Gewonnen, ja. Ja, manchmal geht's mit mir durch, da kommt mein Dialekt raus. So wie der Florian da mit seinem Schweizer Fränkli unterwegs ist, bin ich halt mal wieder mit meinem Dialekt. Weißt du noch die Story, die du erzählt hast? Wieso er so schweizerisch redet, wann die Eltern nach die Schweiz gefahren sind? Was? Scheiße, ich hab da so viel Scheiße gelabert. Ich sag's dir nach. Na, erzähl mal. Nein, weiß ich nicht mehr genau. Er fängt an und weiß es nicht mehr. Ach. Wieso da, Florian? Schweizerisch kann. Wieso schaut deine Mama auch gerade, Florian? Er schaut mit mir. Ja, genau. Nicht. Sie mit ihm, er mit ihr. Oh. Da macht man was mit. Blatt. Ja, sitz. Ich hab keines. Nur in der Hosentasche. Was denn? Blatt. Blatt? Ja. Was ist Blatt?
Ein Blatt Papier. Was willst du jetzt mit einem Blatt Papier? Du hast ja vorhin gezeigt, ja, das, der Domina, oder? Du hast ihm mal eine Runde Gassi geführt. Ach, mit euch macht man was mit, speziell auf Florian, der ist manchmal... Ja, langsam schaut die auch zu. Übrigens, Florian, du hast mir ja gestern von Telegram geschickt das Bild da vom Play Store, wo drin steht, empfehlenswert ab 18. Ich habe heute bei uns in Italien nachgeschaut. Da steht nur, dass es ratsam wäre, wenn ein Volljähriger anwesend ist bei der Nutzung. Ja, aber bei ihm steht es direkt verboten unter 18. Ja, bei uns. Deshalb. Bei sozialen Medien, bei uns, steht auch in Begleitung von Erwachsenen. Ach, beruhig dich mal, Sonnenblume. Sollte man nie benutzen. Aber mehr steht auch nicht an. Übrigens, die Sonnenblume, wenn die da abkratzt, klingt so ähnlich wie der Florian. Whiteout ist da oben am Hügel und macht einen Campingplatz auf. Der Junior kann sich da auch nicht mehr reinkriegen. Die Sonnenblume da, Florian. Ja, die Sonnenblume da. Scheiße. Ich mit meinen Ideen, ich bin lieb, nett, brav, ja, stubenrein. Denkst du immer an normale Sachen? Ja, sowieso. Ich bin stubenrein, pflegeleicht, günstig zu halten. Nicht leicht zu halten, aber günstig. Also wer mich da halten will, braucht ziemlich starke Hände. Alter, sind alle gut drauf. Ja, immer. Ich weiß schon, wenn meine Mom dann zu mir hochkommt und dann deine Stimme hört, muss ich an das denken. Naja. Was hatten die da so zu lachen wegen der Triangel? Nein, nein, wegen deinen guten Stimmkünsten und anderen. Boah, überleg du dir mal einen Satz auf Deutsch oder Dialekt, dass ich ihn verstehe. Okay, deine Stimme. Also, der Junior hat zwar keinen Spanischkurs, aber so wie der gerade redet. Verstehst du Spanien? Nö. Nicht mal das? Oh, dann ist es sehr schnell. Da würde ich schon ziemlich viel verstehen. Ey, abhauen gilt nicht. Ja, fangen spiele ich auch. Mangelt mir der Eiertreter da oben langsam. Ne, insgesamt bitte das. Naja, ich weiß noch damals, als ich dir mein erstes Fortnite-Video geschickt habe, wo ich da einen Kill gemacht habe, wo du geschrieben hast, ich weiß jetzt nicht, ob ich Angst haben soll, als ob du da von einem Poltergeist besessen bist. An das kann ich mal nicht mehr erinnern. Nicht? Das Video, wo ich da bei Tilted Towers einen gekillt habe und angefangen habe zu lachen. Ich kann es mir nur zu gut vorstellen. Ja, nach gefühlten 10 Millionen Runden, wo ich Fortnite gespielt habe, endlich mal einen Kill. Da freut er sich natürlich wie ein Schnitzel. Oh. So, die Steffi geht mal schlafen, die schaut müde aus.
Ja, der Florian darf ja nicht mehr. Ja, weil es schon spät ist. Ja. Ja, der Florian muss früh schlafen gehen. Achso, der muss in der Früh mit den Hennen aufstehen und dann eine Runde krähen. Auf dem Dach Simpson. Wie so ein kastrierter Kicker. Okay, Florian. Tschüss, gute Nacht. Tschüss, Florian. Bam, du scheiß Camper, stirb. Ha. Hat einen Camper gekillt. Den habe ich auch mal. Super, Achtung. Also wir sind ganz normale Leute. Wir, red du für dich, ich hab damit nichts zu tun. Ja, nein, jedenfalls nur als Altmeisters. Ja, das sind die Medikamente, die ich von dir da abzweig. Nein. Die gute Laune Tabletten. Tabletten? Die du da immer deiner Mutter aushängst. Nicht meiner Mutter aus. Ja, die gute Laune Tabletten. Die Leute da haben, wo sie die Hemden anhaben mit den Ärmeln auf der Rückseite. Die weißen Hemden. Ja, ja, war schon. Juhu! Ja, von der Anstalt. Also, mal schnell nebenbei auf dem Handy die Nachrichten schauen, die ich da gekriegt habe, geht mal nicht. Da kam gerade Erdbeben erschüttert Meran und ich habe gelesen, so auf die Schnelle, Erdbeeren erschüttern Meran. Grisou 10, Sensor 6, Gwenner 4, Valencia 7, Gordon 10, Gepard 9, Ethan hat 3, Whiteout 10, Asia 11, Ronald 10, ich 11, Patience 7, Pfundskerl hat 6 und die anderen lasse ich weg. Übrigens, Nadi, bist vom Bett rausgefallen, dass da ein Erdbeben war. Ich habe gar nichts mitgekriegt, also wenn es Meran wäre, dann würden wir es auch. Am frühen Donnerstagabend hat sich ein Erdbeben ereignet. Um 18.42 Uhr, nö. 3,1 Richterskala, okay. Naja, da nichts würden. Naja, Meran müsste man eigentlich in Bozen auch bemerken. Normalerweise ja. 3,1 merkt man da irgendetwas, oder? Nö. Mhm. Obwohl, ich glaube unten, wo die Kirche da zusammengefallen ist, in. Italien? Ja, Italien schon. Wie heißt. Italien. Ala, na nicht Ala. Wo waren die? Amarino. Was, Amarena? Amarino! Was ist denn das für ein Vieh? Das ist eine Stadt oder ein Dorf oder was ich weiß. Nie gehört. Ja, irgendwo in Italien war ja ein Erdbeben, da glaube ich. War es auf 4. Ja, da ist eine Kirche. Ja, gut, da haben sie sowieso die Hütten mit Kaugummi zusammengeklebt. Deshalb so stabil bauen sie da nicht. Ach, mit euch macht man was mit. Der Max ist auch still, die Nadine auch, alle sind ruhig. Also schlafen wir mal nicht. Spät. Ja, ja. Zähne putzen. Ich hab nur was. Was? Ich hab nur Lied. Wie? Lied! Was Lied? Ah. Hey, spuck mich nicht an. Yeah. Also wenn der Junior da neben mir quatscht, brauche ich fast einen Regenschirm. Jetzt kann er auch nicht mehr quatschen. Hallo, Herr Olli ist da. Natürlich muss der da...
abkratzen, dass ich da nicht mehr... Ein Erdbeben war in Meran. 18 Uhr? 30? Ja, frühen Abend schon, ich habe ja die Uhrzeit gesagt. Kam gerade die Meldung vorhin auf den Stuhl. 18 Uhr? 32, schau mal nach. Müsste ja eh noch offen sein. 18 Uhr? 42! 42! Ach so. Kam ein Erdbeben in Meran, Richterskala 3,1. Gegenseitig killen geht immer am besten. Ronald kam von hinten und hat mich da gefinisht. Also, die Steffi ist noch bei 0. Da muss schon Florian schlafen und die Steffi nicht. Weil die Steffi älter ist. Ja, aber Florian ist sie halt nicht. Ja, der Florian braucht 12 Stunden Schlaf. Achso, er muss ja fit für die Turnier. Sonst hat er da seine ganzen Frauen nicht her. Ne, ich weiß nicht, Florian geht immer früh schlafen, hat er gesagt. Außer in den Ferien. Da ist er länger wach als ich. Also, am Silvesterabend schreibt mir der Florian um 5 Uhr in der Früh. Ich hab da seelenruhig gepennt und der schreibt mir so, ich gehe jetzt schlafen. Nur mal so eine Info am Rande. Okay, Steffi, tschüss. Brav bleiben. Und verzieh mir nicht den Florian. Ich geh wieder aufs Sofa. Okay, mach du was. Es verlässt mich die ganze Welt. Ja, mein Handy hat keine Ahnung. Ja, sein Handy hat keinen Akku mehr, nur mehr 30%. Naja, wenigstens am Nightbot, die treue Seele ist da immer aktiv. Tschüssi Steffi. Jetzt habe ich das mit dem spanischen Akzent gesagt. Ja, Steffi. Okay, Steffi. Tschüss, schlaf gut. Brav bleiben. So. Meine Taktik, ich tarn mich als Stuhl. Oh oh. Nichts als Busch. Was als Puff? Busch! Ich hab verstanden. Puff! Ja, mit dem Headset auf! Du gehst 10 Kilometer weg, damit ich dich ganz. Er geht eigentlich weg, damit ich nicht mehr höre. Und dann quatscht er drauf los wie ein Weltmeister. Ja, ein Wort. Also, wenn er bei mir ist, haltet er die Klappe, geht er weg, quatscht er. Ein Wort habe ich gesagt. Ja, trotzdem, das reicht. Mann. Also, da müsste irgendwo ein Fußsoldat am Start sein. Wo ist denn der? Ich hab ihn springen hören. Da oben. Sagt ihr, ich habe einen springen hören. Mahlzeit. Gut, die beleben sich da mal selbst. Sonnenblümchen, heil mich mal. Komm, kriegst ein Küsschen. Braves Blümchen.
Hab dich. Ja, hallo, Allstar, wo bist du so schnell hin? Irgendwie sind die Zombies da nicht gerade die besten Spieler. Also, Zwischenstand 18 zu 34. Ausgetrickst. So. Ich dachte schon, der bleibt da stehen und wartet auf bessere Zeiten. Puh. Mann, 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 das war heute eine lustige Runde. Ronald. Der hat 9. Ich hab 11, Patient 10. Ja, sind ein paar gute Spieler drin. Ja, da braucht nicht mehr warten, wenn so viele Gegner auf einem Haufen sind und nur mal 3 Sekunden fehlen. Da kann ich direkt respawnen. Also 24 zu 46. Nee, 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 nee. Beruhig dich mal da. So. Schauen wir uns noch das Ergebnis an. Also, ich habe 12, Patience hat 10, Pfundskerl hat 7, Blitzer hat 5, Sensor hat 4, Depro hat 4, Whiteout hat 4, Asia hat 11, Grisou hat 8, Ronald hat 9 und die anderen lasse ich mal weg. So Leute, und ich werde mich dann auch mal verabschieden. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Also wir wären da blind, dann... Tja, dann hören wir uns halt wieder. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt brav und bis morgen. Tschüss Nadi, tschüss Steffi, Florian und so weiter. Bis morgen, tschüss.